Hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich bin immer noch ein bisschen krank, meine Stimme ist noch ein wenig heiser. I'm so sorry, ich weiß auch nicht, was genau mit mir los ist in letzter Zeit, aber dem ist so, ich huste viel, vielleicht auch in dem Video ganz zu Anfang einmal trotzdem bemerkt. Ja, worum soll es heute gehen? Ich möchte einfach nochmal für viele Zuschauer, die eventuell neu auf meinem Kanal sind, einmal erklären, wieso ich mich so für Menschen, die nichts mit dem Islam zu tun haben, eigenartig ausdrücke. Zum Beispiel sage ich immer, so Gott will oder Inshallah, oder ich sage Allah izin verirse, was auch so viel heißt, so wenn der liebe Gott, wenn Allah da das für uns so vorgesehen hat und für uns sozusagen das erlaubt hat. Ich habe schon oft erklärt, warum ich das mache, weil es schon, glaube ich, sonderbar klingt für Menschen, die nichts mit dem Islam zu tun haben und dann vielleicht immer auch so ein bisschen denken, die wird jetzt so ein bisschen extrem in der ganzen Sache. Nein. Alles, was extrem wird und was extrem ist, dem bin ich extrem skeptisch gegenübergestellt. Also man muss alles im Rahmen halten. Es soll alles normal sein, aber nicht extrem. Ja, und deswegen, da braucht ihr bei mir keine Angst zu haben. Aber es gibt für uns Muslime gibt es ganz spezielle Vorschriften. Es ist nicht so, dass jeder die Religion, meiner Meinung nach, ne? Allah weiß es besser, so für sich auslegen kann, wie man das gerne hätte, sondern es gibt klare Regeln und die haben wir einzuhalten und alles andere ist ein wenig Schönrederei. So ist meine Meinung und ich mache das ja auch, dass ich bestimmte Dinge nicht tue und mir dann denke, okay, es ist aber trotzdem besser, es überhaupt anzufangen und da bin ich auch weiterhin der Meinung, ja, ich mache das oder ich versuche, es so zu machen, wie es in meinem Leben, wie ich es hinbekomme, wo ich sicher bin, ich schaffe das, dass es Dinge gibt, die nicht hundertprozentig sind, das weiß ich, aber ich bin sehr motiviert, das zu verbessern und bin mir dessen auch bewusst, dass da noch viel im Argen liegt, aber ich bin immer ein Mensch in meinem Leben gewesen, der viel dazu lernen möchte und viel auch versucht, dann von dem umzusetzen, was ich mir vorgenommen habe. Und das ist im Moment der Islam bei mir. Ja, ich möchte das sehr gut wieder leben, weil ich glaube, dass es mir gut tut, dass es unserer Familie gut tut, dass es meinem Leben gut tut, dass es meinem Mindset weiterhilft und dass ich Zufriedenheit im Leben dadurch verspüre, weil ich weiß, dass die Welt einfach eine große Prüfung ist für uns Muslime und dementsprechend sehe ich das auch. Es ist eigentlich immer schon mein Weltbild gewesen und mit dem Islam total vereinbar gewesen und auch konform gehend. Und deswegen habe ich das für meine Religion mich dazu entschlossen, schon vor vielen, vielen Jahren, schon als ich 16 Jahre alt war, glaube ich, bin ich übergetreten. Ja, darum soll es aber nicht gehen. Es ist eben, da wir Muslime spezielle Vorschriften haben, an die wir uns auch zu halten haben, kann man an diesem Band des Islams sich ganz gut entlang hangeln. Aber diese Vorschriften haben manchmal auch einige Dinge zu befolgen, wir Gläubige, die für Nichtgläubige eigenartig erscheinen und wir dann gleich so auch in die extreme Richtung gedrängt werden. Ja, und das ist gar nicht so, weil es gibt Dinge, die müssen wir tun. Ja, wenn wir das nicht machen, dann gibt es dafür eben Strafen und die will keiner von uns haben. Ja, weil wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt, was uns blüht, wenn wir bestimmte Dinge nicht so machen, wie sie vorgeschrieben sind, dann ist das alles schon nicht so schön und dann würden wir das am liebsten natürlich vermeiden. So, wir dürfen über die Zukunft, ja, deswegen rede ich so eigenartig, um dann auf dieses Thema mal wieder zurückzukommen. Nicht über die Zukunft reden, auch wenn es nur in der nächsten Stunde ist, ohne die Einschränkung zu machen. Entschuldigung bitte. So Gott will oder so Allah will, ja. Und weil alles, was in der Zukunft passiert, eben nur geschieht,
wenn es für uns so vorgesehen ist von Allah. Und einfach zu behaupten, ich mache das oder jenes, ist eben nicht erlaubt, ja. Dann kann es sein, dass eben genau das nicht passiert oder genau das Gegenteil von dem eintritt, was wir gesagt haben. Und das will man natürlich in der Regel nicht. Deswegen schränken wir immer ein. Jeder gläubige Muslim wird das machen. Und ein Muslim, der sich angepasst hat an seine ungläubige Umgebung, wie das ja in Deutschland der Fall ist, wird es vielleicht denken oder leise sagen, so dass es nicht so auffällig ist. Ja, aber im Grunde genommen müssen wir es laut aussprechen, genauso wie wir über die Zukunft laut gesprochen haben. Und wenn wir das nicht tun, besteht eben die große Gefahr, dass sich das total ins Gegenteil verkehrt und es eben keine gute Zukunft für uns ist. Auch wie gesagt, wenn sie nur ein paar Minuten oder eine Stunde vorausliegt, unsere Planung. Und deswegen versuche ich, es klingt mir nicht immer, versuche ich das zu tun. Ein weiteres, was ihr vielleicht auch öfters von mir hört, ist das Wort Mashallah. Mashallah sagen wir einfach auch, wenn etwas sehr schön ist, wenn etwas Gutes und wir freuen uns für die andere Person. Wenngleich ich da auch gehört habe, dass man es bei anderen nicht sagen soll. Ja, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so genau aus. Ich sage sehr gerne Mashallah, einfach um meine Freude für den anderen auszudrücken, um nicht neidisch zu sein, einfach um dem anderen das zu gönnen, was er Schönes hat, gerade ne? Wenn etwas, wenn jemand hübsch ist oder wenn jemand etwas Tolles geschafft hat oder so. Obwohl dieses Thema umstritten ist. Also ich habe auch schon gehört, dass man Mashallah bei anderen Menschen nicht sagen soll. Aber genau, mein Wissen ist auch nicht so fest, dass ich da jetzt genau Auskunft drüber. Deswegen benutze ich das Wort Mashallah auch öfters. Und das Zweite, was wahrscheinlich viele von euch hören, ist das Wort Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Das ist eigentlich der Schlüsselsatz, den wir Muslime immer benutzen. Quasi, dass wir die Handlung im Namen Allahs beginnen. Ja, also wir tun nichts, ohne es im Namen unseres Herrn zu tun. Und das drückt dieser Satz aus. Und bevor wir essen, sagen wir Bismillah. Wir sagen Bismillah. Eigentlich soll man auch Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ist eine Abkürzung. Einige Menschen sagen auch, es ist so nicht gültig. Wir sollen schon Bismillahirrahmanirrahim sagen. Aber wie gesagt, ich bin da nicht ganz so wissend. Und das müssen Menschen beantworten, die sich da besser auskennen. Meine Waschmaschine läuft, sorry. Bismillahirrahmanirrahim ist Bedingung, wenn wir anfangen zu essen. Bevor wir essen, müssen wir das sagen. Bevor wir trinken, müssen wir es sagen. Wir sollten es sagen, wenn wir Handlungen, allgemeine Handlungen beginnen, wie eine Arbeit beginnen, bevor wir aufstehen, bevor wir den Tag beginnen, bevor wir in einen Laden gehen, bevor wir, weiß ich nicht, irgendeine Handlung vollziehen. Es soll jede Handlung im Namen Allahs geschehen und dementsprechend auch möglichst gut und mit dem Segen Allahs vollzogen werden. Und gerade wenn wir essen und trinken, ja, oder wenn wir ja irgendetwas Neues öffnen, zum Beispiel, wenn wir, weiß ich nicht, einen neuen Mehlsack öffnen oder wenn wir einen Zuckersack öffnen oder so, dann sagt man auch Bismillahirrahmanirrahim. Das kann auch bedeuten, dass das sehr spät leer wird, dieses Mehl oder der Zucker, dass es also sehr lange hält sozusagen, dass es sehr lange zu benutzen ist, dass es quasi Bereketle ist, ja, das ist, würde man auf Türkisch sagen, dass es eben sehr viel Masse an Ware herauskommt, obwohl man wahrscheinlich gar nicht so viel gekauft hat, ja, es wird also von Allah immer wieder aufgefüllt, sozusagen die Ware. Und das sind so Dinge, die man als Moslem macht. Und es hört sich, wenn wir zum Beispiel noch ein nächstes, wenn ich über unsere Propheten spreche, ja, dann sage ich auch, Allahs Frieden und Segen sei mit ihnen. Eigentlich sagt man es auch auf Arabisch, aber ich bin noch so ein bisschen mit dem Arabischen nicht so ganz im der Aussprache und so. Ich schäme mich da noch so ein bisschen gerade so vor der Kamera, obwohl ich mich eigentlich nicht schäme, fremde Sprachen zu sprechen. Aber
das möchte man dann schon auch richtig aussprechen und nicht falsch. Deswegen, ich muss mich da wirklich nochmal, inshallah, sind wir wieder inshallah, ne? Für die Zukunft, wenn ich etwas sage, so Gott will, sollen wir da die Einschränkung machen. Und werde ich das noch lernen? Ich hoffe es jedenfalls und wünsche mir das. Und wir dürfen über unsere Propheten nicht einfach nur sagen, der Prophet Mohammed, Allah Frieden und Segen sei mit ihm, sondern wir müssen eben diesen Segensgruß mit ausdrücken. Ja, und das ist sehr wichtig. Wie gesagt, es gibt für uns kleine, aber sehr klare Bestimmungen und Regeln im Leben. Eigentlich alles. Es ist über alles gibt es Hadithe. Unsere Propheten haben für uns Frieden und Segen sei mit ihm von Allah, uns allen Vorschriften und jede Handlung im Leben vorgelebt und uns dir daher die Sunna übermittelt, also das Leben der Propheten als Beispiel für uns nachkommende Muslime dargelegt, und demnach so müssten wir uns danach eigentlich verhalten und auch leben. Und deswegen drücke ich mich ein bisschen anders aus, als es vielleicht ein Mensch tun würde, der nicht zum Islam gehört. Aber ich habe das viele Jahre nicht gemacht. Früher habe ich es immer gemacht, ne? Als ich noch gläubig den Glauben ausgelebt habe. Gläubig war ich immer, aber ich habe den Glauben nicht praktiziert. Ja, das muss man schon so sagen. Und dann habe ich auch aufgegeben, die Sprache dementsprechend. Zuerst habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, und dann, je weniger, dass du das machst und je weniger du mit dem Islam lebst, desto weiter entfernst du dich auch. Und das ist eben genau das, was man nicht machen sollte. Und deswegen soll man auch in der Sprache immer präsent bleiben, damit du dich immer daran erinnerst, warum du lebst, warum du auf der Welt bist, und dass du dich immer auch ergibst deinem Schöpfer. Genau, jedenfalls ist das meine Annahme. Gen Allah weiß es natürlich am besten. Genau, mein Lieben, ich habe schon öfters dieses Erklärvideo erzählt und gesagt, aber ich finde trotzdem, dass man es immer wieder noch einmal erwähnen sollte, um niemanden, ja, wie soll ich sagen, denken zu lassen, dass ich eventuell jetzt total am Rad drehe oder ähnliches, sondern das sind halt normale Dinge, die wir zu tun haben. Ja, unsere 5 Gebete, unser Fasten, unsere Aussprache. Und unsere Fahrt nach Mekka, da habe ich ja auch schon ein Video zu gemacht, dass ich es mir wünsche, dass ich das bald, inshallah und so Gott will, machen kann, wenngleich ich große Angst davor habe. Warum? Das habe ich euch auch schon mal in dem Video erzählt. Kann ich ja kurz sagen, weil ich Angst vor Masse habe, also Menschen, die sehr dicht aneinander gehen, und das ist der Fall dort, wenn es voll, wenn die Hadsch anbricht. Da gibt es ja nur einen bestimmten Zeitraum. Ich glaube, das ist im Juni dieses Jahr, inshallah. Und dann sind sehr viele Menschen bei einer unglaublichen Wärme und Hitze in den Sommermonaten jetzt dort. Und davor habe ich einfach Angst. Ja, wenn ich irgendwo, ich habe keine Platzangst, aber wenn ich in Menschenmassen mich befinde, ich brauche immer so einen Ausgang, wo ich wieder rauskomme. Wisst ihr, jederzeit. Vielleicht ist es doch eine Art von Platzangst, kann sein, aber deswegen habe ich da so ein bisschen Angst. Und ich hoffe aber, dass Allah mir die Kraft gibt und dass ich das inshallah bald mit meinem Mann zusammen machen kann. Mein Lieben, meine Waschmaschine ist durch. Ihr hört, sie ist ruhig geworden. Mein Video ist auch zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.